Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Schwuppda, wir haben letzte Mal einige Karten geholt. Einige, meine ich, eine Karte. Unseren ganzen Stuff gesammelt und jetzt sind wir hier unten, haben das Wasser abgelassen und haben praktisch den gesamten Wassertempel trocken. Juhu! Reicht dir ein Hammer? Nein, tut er nicht. Dann brauchen wir Bomben. Weil Bomben sind halt hilfreich und alles. Oh, yeah. Oh, hier ist wieder Wasser. Okay, hab schon verstanden, Leute. Eisenstiefel und alles. Bob. Tauchstation. Flupp. Ernsthaft? Klappmuschel hier unten? Die bösartige Killermuschel of Doom. Und. Ups. So. Ich weiß ja nicht, wie gesagt, obwohl, habe ich eigentlich nicht gesagt. Das muss helfen hier. Inwieweit euch das Let's Play bis jetzt gefällt. Geht ja auch schon ziemlich lange. Ist ja auch ein Spiel mit ziemlich viel Content, also, ne? Das Ding da sieht creepy aus. Ob ihr danach direkt Majora's Mask sehen wollt oder ob ihr mir da freie Hand lasst in Bezug auf eventuell andere Retro-Games oder... ob ihr dann beispielsweise, keine Ahnung, A Link to the Past sehen wollt für Super Nintendo, mein persönliches Bestes. Komm nur her, du! Wasserhüpper, du! Schmutziges. Ja, aber es ist doch irgendwie auch der Tempel, wo wir gegen Dark sind. Shadow Link! Was zum... Okay. Sehr schön, hier komme ich nicht rein. Da ist eine goldene Skulptur und ein Schalter. Versuchen wir mal den hier. Ja, nee, das funktioniert so nicht. Ja, gehe ich mal davon aus, dass man da irgendwas anderes aktivieren muss später. Aber man hat da Wasser jetzt nur phasenweise hochgemacht. Das eine war die höchste Stufe, wie sie war, als ich halt reingekommen bin. Die ist jetzt nur Stufe 1. Stimmt, das war das. Jetzt weiß ich auch, was die Leute genervt hat, dieses Phasenskippen mit dem Wasser. Weil man das eigentlich nicht wirklich braucht. Also ich meine, gut, es ist ein netter Touch, so halt das ganze Ding ja, vielseitiger zu machen. So, irgendwie. So, klettern wir raus. Lalala, ich bräuchte mal mehr, nee, das hat nichts gemacht. Da ist ein Block zu... Ach so, hä, Moment, war der Steinblock gerade schon da? Ach egal, gehen wir einfach hier rein, hallo. Was haben wir da? Ah, okay, ich hab schon verstanden, was ich hier gemacht habe. So. Check this out! Den müssen wir wahrscheinlich... Ich würde sagen, reindrücken wäre jetzt das Logische. Das Rausziehen wäre jetzt nicht so gewesen. Oh, Kletterspinne, gehen wir bloß nicht auf den Sack jetzt, ne? Doch, du gehst mir auf den Sack. Weißt du, was passiert? Das passiert. Okay, nichts passiert eigentlich, aber... Da kriegst du einen Hammer auf den Kopf. Hammer Smash Spider. Obwohl ihr ja eigentlich technisch gesehen Wasserläufer seid. Das ist mir egal. Ne?
Wie gut, dass wir hier T-1000er im Wassertempel haben. Ich denke, das ist ein wirklich, wirklich nicer... Oh. Ein wirklich netter Touch. So dieses postapokalyptische... Oh, stopp. Die Postapokalypse. So. La 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 la. Dann die Lederstiefel. So. Jetzt sind wir schon wieder nicht mehr weiter oder so. Ich habe keine Ahnung, welchen Progress ich hier eigentlich gerade mache. Könnte viel sein, könnte nicht sein. Oh, wow. Oh. Okay. Ich bin Linkus. Ich laufe auf dem Wasser. Ja, dann habe ich mir fast gedacht, dass er sowas ist. Eisenstiefels. Vielleicht hätte ich jetzt versuchen sollen, auf so einem Drachenkopf zu landen. Aber ich mache ja erstmal grundsätzlich eigentlich alles so halbwegs verkehrt. Okay, wir brauchen die Lederstiefel. Offensichtlich. Und... Eisen. Was passiert wohl, wenn ich das da anschieße? Ab. Ah. Na komm. Ah. Schneller, oh. Moving. Wow, wow, wow. Habe ich mich jetzt hier gerade eingesperrt? Schieß doch mit dem... Oh, Link, willst du mich gerade verarschen? Der trifft den nicht! Ah! Endlich! Großer Gott! Das ist jetzt aber gerade irgendwie schlecht. Das ist gerade aber ganz schlecht. Scheiße! Irgendwas läuft hier gerade dezent falsch. Cut. So, da sind wir auch schon wieder. So stylisch wie das jetzt war, durfte ich das Spiel einmal komplett neu starten. Toll, oder? Ja. Das ist halt, was passiert, wenn man sowas macht. Ich hätte wahrscheinlich erst die Muscheln zerstören müssen und dann auf Tauchstation. Aber irgendwie... War das interessant, mal einen Bug im guten, alten, perfekten Ocarina of Time zu haben. Yeah. Ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber ich denke, das können wir alle doch so verschmerzen. Einfach so vom Dingens streichen. Von der Ever-Happened-Liste. Und jumpen! Jo, mach du mal. Lass dich nicht stören, Arachno. So,
Dieses Mal mache ich es richtig. Zack. Ich muss sich einen Moment überlegen. Oh, es hat funktioniert. Ah. Was ist ein Roboter jetzt? Ja, okay. Aber wenigstens sind wir dieses Mal nicht da drin eingesperrt. Oh. Sachte, du Krustentier. Ach komm schon. Wieso murkst denn der jetzt hier so rum? So, Nummer 1 haben wir schon mal geplättet. Nummer 2 gehen wir dieses Mal kein Risiko ein. Werde ich mich nicht nochmal reinrollen. Lalalala. Hopp. Dann einfach so den hier machen. Oh. Ja, ich hoffe, die Kante ist... Nee, die Kante ist nicht gut. Ach komm schon. Das kann doch jetzt nicht sein. Okay. Na toll, dann rutsch ich auch noch an der verdammten Kante ab und rutsch da wieder runter. Yeah. Lunk. Fuck the system. Jetzt will ich auch noch... Nein, jetzt hat die Strömung mich auch noch gepackt. Ah! Ich möchte keine unweiten Reise machen. So, einmal einen Atemzug Luft, Sauerstoff. Eine schöne Prise CO2 wollte ich jetzt nicht sagen. H2O ist Wasser. Was laber ich denn da? Luft. O2. Sauerstoff. So. Deine Muscheltage sind vorbei. Ey, wehe. Du verkackte Homunculus-Muschel, ey. Och, Leute. Flippt die da zurück? Die ganze Zeit klappt's nicht, wie es soll. Dann fluppt dieses Mistvieh zurück. Hör auf, der Strömung nachzugehen, Link. Du enttäuscht mich. Du bist ein Aquaman. Du hast eine Rüstung, mit der du unter Wasser atmen kannst. Dir fehlen halt nur die Leggings, die Aquaman hat. Oh, scheiße. Ich sollte weniger fluchen, dies ist ein Kinderspiel. Obwohl, wenn ich mir teilweise anhöre, die Kids heutzutage für einen Sprachgebrauch drauf haben. So, verreck. Jetzt passiert noch nicht mal was. Hä? Bin ich jetzt gerade irgendwie Panne oder so? Moment, Moment. Hier läuft doch jetzt gerade irgendwas nicht richtig. Muss kein Raketenwissenschaftler sein, um das festzustellen. Wofür ist denn der Raum da, wenn da nichts ist? So, da komme ich her. Oh, nee, nee, du verarschst mich jetzt, ne? Das ist jetzt nicht das, was ich denke. Moment, ich muss mir noch einen Moment kurz mit der Strömung ziehen lassen. Kleines Stück noch, kleines Stück noch. Jetzt dürft gehen. Ja, gut, dann halt nicht. Ey, Link, ne? Boah, du... Okay, macht nichts. Alles cool.
Ich glaube, ich weiß, was mein fundamentaler Fehler gerade war. Ey, ich krieg einen Rappel, hier kann man nach oben. Vor lauter Aufregung und Kampf gegen die Muschel habe ich nicht gemerkt, dass ich gerade einfach hätte die... Jetzt ist hier nur so ein verkackter Silber... Der ganze Aufwand für den Silberschlüssel. Scheiße. Okay, Leute, an der Stelle werde ich den Part beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode. Ciao.